So, hallo, wir machen weiter bei Metroid Dread. Ich bin verwirrt. Ich habe jetzt mir Maps angeschaut. Und ich habe festgestellt, wir haben noch nicht alles. Also das ist offensichtlich, denn uns fehlen ja noch Items. Aber wir haben noch nicht alles von den Maps. Folgendes. In Artaria zum Beispiel ist hier unten... Da, wo ich jetzt die Markierung gesetzt habe, hier, da sind Höhlen. Das sind Räume in einer fertigen Map. Das sind Räume. Und nichts hier deutet irgendwie darauf hin, dass man da hin könnte. Das ist alles zu hier. Das ist alles zu. Wie soll man da hinkommen? Wie soll man das finden? Ich habe keine Ahnung. Wir werden es rausfinden. Also da müssen wir uns umgucken. Das gleiche Spiel in Dairon. Da ist hier unten. Also einmal hier. Einmal ist hier noch, muss ich noch hin. Da ist noch kompletter Schwarzdings. Ich glaube, da könnte was sein. Und hier ist ein kompletter Raum. Von hier bis nach da. Das erstreckt sich komplett durch. Das ist wild. Ich weiß nicht, hier sind die Wände zu. Ich weiß nicht, Also keine Ahnung, aber da ist ein Raum. Und das gleiche in Burenia. Das gleiche einfach noch in Burenia. Hier. Da ist hier unten. Da. Das hier ist alles gefüllt. Das ist alles gefüllt. Keine Ahnung, ob man davon hier oben, von da, von der Seite. Ich habe keine Ahnung, aber das ist alles gefüllt. Unsere Maps sind noch nicht vollständig. Aber ich weiß nicht, wie man das hätte erkennen können. Ich weiß nicht, wie man das hätte erkennen können. Na gut, jedenfalls müssen wir jetzt dahin. Ich denke, über den grünen Teleport bin ich am schnellsten. Und dann kann ich mich mal in Burenia umschauen. Dann sind wir in Burenia fertig. Dann gehen wir weiter nach Artaria. Dann gucken wir uns dort diese versteckten Räume an. Und dann können wir noch hoch nach Dairon und da die versteckten Räume angucken. Ich denke, so geht's am schnellsten. Aber das ist, also keine Ahnung. Nichts auf der Karte deutet hin, dass da was wäre. Ich frage mich halt jetzt echt, wie ich das hätte finden sollen als Spieler, der nicht so eine Karte hat, die fertig ist. Ich weiß es nicht. Ich weiß absolut nicht, wie ich das hätte finden sollen. Also bin ich wirklich komplett überfragt jetzt, wie man sich das vorgestellt hat. So, diesmal weiß ich Bescheid. Ich muss nicht außen rum gehen. Ich hab's ja schon aufgesprengt. Ich muss nicht außen rum gehen. Ich kann einfach hier durch und hier hoch. So. So, dann gucken wir mal, was wir da finden. Ich bin echt gespannt. Also, weil es blinkt da nichts. Also, ne? Wisst ihr, wie ich meine? Wie soll man da drauf kommen, dass da was ist? Alle Wände außenrum sind abgeschottet. Wahrscheinlich muss man das erst irgendwie anschießen oder halt mit dem Sensor da rumlaufen, dass es da was anzeigt. Oder ich hab halt einfach, ja, guck mal hier. Ja. Nee, das ist der Raum. Das ist der. Wir fangen mal hier an. Ja, wie. Wahrscheinlich! Wenn ich jetzt anspringe... Ja, cool. Jetzt ist offen. Woher soll ich das denn wissen? Ich kann doch nicht in jedem Raum auf Verdacht Dings anmachen. So. Ich kann doch nicht in jedem Raum auf Verdacht mal ein Dings anmachen. Das ist ja richtig wild.
Das waren 94%, aber hier ging es noch weiter. Hier ging es noch weiter. Okay. Ach, hier, okay. Ach du Scheiße. Ah, nee, ach du Scheiße, das ist... Ja, das reicht aus, oder? Reicht das aus? Ja, easy. Ja, kein Eck. Was ist das jetzt wieder? Ich hab's befürchtet. Ich hab's befürchtet. Okay, hier kann ich Anlauf nehmen. Nein, kann ich nicht. Oder warte. Scheiße. Das geht nicht kaputt. Oh, nee. Das ist komplettes Scheinsbug. Das ist alles Scheinsbug-Rätsel hier. Oh shit, das ist. Das läuft 3 Jahre lang. Oh shit, das läuft gefühlt 3 Jahre lang. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das läuft gefühlt 3 Jahre lang. Ich muss. Oh Gott, das wird. Oh, das wird stressig. Oh, das wird richtig stressig. Ich kann nicht rechtzeitig da stoppen. Aber ich muss das da als Anlauf nehmen. Also ich habe nichts anderes als Anlauf. Dann muss ich mich daran hängen, dann muss ich darüber scheinsparken, da durchrutschen, da runterhängen, dadurch und dann da oben nochmal und dann da. Oh Gott! Da muss ich dann... Oh, Hilfe. Und dann muss ich von da aus darüber. So, zack und dann... Ach du Scheiße, ey. Ach du Scheiße. Das ist euer Scheißernst. Puh, okay. Ja, genau. Und dann rüber. Oh je. Das ist so knapp. Ach, komm schon. Ja, und dann... Ah, Mann. Dann geht's wieder halt los mit dem Stoppen. Mit dem rechtzeitig Stoppen. Ach. Ach. Nein, von der Wand aus, Mann, nichts mehr drücken, keine Taste drücken. Dann ist doch alles gut. Dann ist doch alles gut. Oh Gott, ist das knapp. Mann. Leg mich doch am Arsch. Nein, von der aus.
Kann die nicht, kann die von da aus nur so wegspringen? Ich dachte, die kann vielleicht Dingsen, dann Shinespark machen. Von da aus. Wenn ich hier nichts drücke und dann einfach... Geht es nicht? Ich dachte, das geht vielleicht. Dann muss ich es anders machen. Dann muss ich es wieder mit Schuss in der Luft machen, oder wie sehe ich das? Ja, muss es mit Schuss in der Luft machen. Oh nee, das ist dann noch stressiger. Aber wofür sind da die Dinger an der... Nein, ich glaube nicht, dass ich das machen muss. Ich dachte, es geht mit den Dingern an der Wand. Sheesh. Welch wunderschönes Rätsel sich hier doch verbirgt. Da bin ich froh, dass ich das gefunden habe. Also, ich habe es eigentlich nicht gefunden, es wurde mir gezeigt. Mann, das ist so knapp zeitlich. Leck mich doch fett, ey. Oh, das näher. Oh, ne. Oh. Na, super zängt sie sich daran, die. Ja. So wird es nix. Wait, was ist da unten? Ach so, nochmal wahrscheinlich solche Dinger. Ja, okay. Oh, man. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, ständig auf den Knopf so drauf zu hauen, dass die den Shinespark auflädt. Ja, und... Mann! Soll man das denn? Ich dachte halt, ich kann das Ding an der Wand, an der Seite nutzen, aber scheinbar ja nicht. Ja, und jetzt von da aus weiter, aber das funktioniert leider nicht. Ich dachte, ich kann dann von da aus den Sprung machen, aber scheinbar ja nicht. Ja, nee, also ich habe jetzt nichts anderes gedrückt. Ich habe nur die Sprungtaste gedrückt. Dann kann ich von da aus nicht scheinbar. Alles doch dumm. Wozu ist es dann da? Wofür ist es dann da? Dann brauche ich den Quatsch nicht. Holy shit. Das ist der schwerste Shinespark, den wir bisher hatten. Ich weiß nicht, wie ich das... Keine Ahnung. Wie ich das bis da hochbekommen soll. Ich dachte halt, ich muss auf die schräge Shinespark und dann nach oben laufen, aber... Es tut ja leider nicht, was ich soll, was es will, was ich will.
Ich kann es vorher runterschießen. Das bringt mich auf eine Idee. Okay, das bringt mich auf eine Idee. Ja, ja, ja. Das könnte hinhauen. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das könnte funktionieren. Das wird jetzt ja echt spaßig. Gott, das nervt mich. Das ist auch so eine... Warum muss das denn so eine... Oh! So eine stressige Fläche zum Anlaufen sein. Ja! Zu bald gerutscht. Okay, zu bald gerutscht. Dann rutsche ich hier hin und dann mache ich hier den nächsten. Zack. Dann lasse ich mich hier runterfallen und dann mache ich da den nächsten. Dann muss ich da oben wieder bremsen. Und dann halt hier runter. Okay, 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 okay. Ich glaube, den schwersten Teil haben wir jetzt geklärt. Hier muss ich halt, darf ich nicht zu bald rutschen. Da bin ich ein bisschen zu bald gerade gerutscht, blöderweise. Aber ich habe mich, glaube ich, von den Dingern an der Seite irritieren lassen. Mann, es nervt mich so sehr. Ja, das war jetzt nicht, was ich wollte. Nein! Ah, jetzt habe ich wieder die Richtung dabei gerückt. Aber so funktioniert es. Genauso funktioniert es. Genauso funktioniert es. Okay. Ja, ich muss halt die richtigen wegschießen, dass ich das auch hinkriege. Ah, Mann! Wir kommen der Sache ja näher. So ist ja nicht. Wir kommen der Sache ja näher. Ja. Wann hätte ich jetzt wieder mich runterdrücken sollen? Da rutscht die halb bis nach Bogota. Ah, okay. Yes! Jetzt haben wir's. Oh boy, ja! Okay, sehr gut. So, sind es 100%? Yes, okay. Ab nach Ataria. Junge, das war stressig. Das war böse, böse stressig. Aber egal. So. Abflug. Abflug. Ich frage mich aber trotzdem, also jetzt bin ich auch hier wieder gespannt, ob ich hier irgendwelche Hinweise finde, wie ich das hätte sehen sollen. Oder ob ich einfach auf Verdacht den scheiß Sensor anmachen muss. Und einfach alles mit dem Sensor normalerweise ablaufen müsste, bis ich das finde. Also, keine Ahnung.
So ein Déjà-vu, wir waren hier schon mal. An dem heutigen Tag waren wir schon mehrmals. Hurra. So. Here we go. Ja, nee, ist klar. Da kommt natürlich jeder drauf, dass man hier rein kann, wenn man das weiß, nicht weiß. Also, es hätte halt genauso gut zum Beispiel auch hier was sein können, so, wenn einfach irgendwo in der im Nichts was doch auftauchen kann. Junge, 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 Junge. Ich meine, das ist jetzt mal kein schwieriges Rätsel. Lell. Ja, okay, wir machen es auch noch als Kugel. Ist ja in Ordnung. Warum auch immer man jetzt noch hier nochmal extra als Kugel rein muss. Aber scheiß drauf. So, 100%. Hurray. Okay, wie komme ich jetzt am schnellsten zu dem Ding nach Dings? Hier, da. Da ist es, Dairon. Einfach nach oben. Einfach nach oben. Okay. Machen wir alles. Machen wir alles. Easy. Ah, ne, nicht so easy. Ah, muss ich hier außen rum? Oder so? Ja, wir machen es so. Ja, wir machen es so. Also, aber es ist keine Asse, keine Ahnung. Wie man das rausfinden soll, weiß ich nicht. Könnt mir gerne mal erzählen, ob ihr die Sachen selber gefunden habt oder einen Guide hattet irgendwann. Also das ist ja richtig bescheuert. Ja, da wollen wir lang. Jetzt bin ich gespannt, ob wir hier auch noch den Eingang finden, aber es ist sicherlich genau der gleiche Schwachsinn. Es ist halt einfach irgendwo ein Eingang und man sieht es vorher auf der Karte nicht. Cool. Einfach optimal, wenn man nicht weiß, wo das Zeug ist. Aber hey, ich höre auf, mich aufzuregen. Mmh. Am besten kommt man von hier aus rüber und man kommt nur jetzt hier lang. Nicht im Ernst. Das war ein Scherz. Weil das Ding ist, ich komme hier in einen Morphballwerfer und der schmeißt mich hier oben raus. Aber das ist genau der Punkt, er schmeißt mich hier raus. Ich komme hier nicht runter, ohne von Artaria hier hochzukommen. Ich dachte jetzt wirklich eigentlich, man muss von hier da irgendwie rüber. Hier ist der Eingang. Oh, guck mal, hier sieht man sogar. Da sieht man sogar, dass da was ist. Ja, moin. Ey, also das ist... Ja, wait, ich komme aber da nicht rein, da ist zu. Ah, dann ist hier eine Sache. Ah. Hallo? Alter!
Dann ist hier eine Sache. Und dann weiß ich halt, dass hier eine Tür ist. Okay, dann sehe ich zumindest, dass hier eine Tür ist. Aber, also wie soll man das denn... Ich meine, ja, es sind normale Beamblöcke. Wenn man sie ein bisschen hier rumschießt, würde man die sogar aufmachen. Aber warum schieße ich denn in dem Raum rum? Warum sollte ich denn in dem Raum rumschießen? Also wie soll das denn ein normaler Mensch finden? Und das ist das Ding, ich komme hier nicht mehr ran. Ich habe da keine Möglichkeit, wieder runterzukommen. Wenn ich jetzt nochmal da runter will, müsste ich sozusagen von Artaria aus irgendwie hin. Weil hier ist der Weg. So, aber jetzt machen wir mal hier an, dass wir hier rausfinden, ob hier irgendwo Blöcke sind. Hier ist also hier schon mal nichts. Also dann halt doch von diesem Lava-Ding aus, wahrscheinlich. Hier ist auch nichts. Da unten ist das Lava-Ding jetzt. Dann muss von hier aus irgendwo irgendwas sein. Ja, also dann kann es nur hier sein. Wie soll man das denn... Ich meine, es lässt sich aufschießen, ja. Mit ein bisschen Schussglück sieht man das, findet man das. Aber what the hell? Nichts. Nichts hat darauf hingedeutet, dass da was ist. Oder ich... Habt ihr das, also es würde mich wirklich interessieren, habt ihr da was gefunden damals oder wie oder was? %. Ist hier mehr als das? Weil jetzt kommen wir schon wieder raus. Oder ist hier noch was? Da ist noch was. 95%. Da oben ist auch noch ein Gang. Aber da ist nichts. Ja, wobei... Aha, aber das ist ja scheinbar nur zum Durchkommen, ja. Das waren zwei Items. Oh, wo ist der Rest? Scheiße. Das ist jetzt mein letztes... Ach, ich habe ja gesagt, ich wollte da oben noch gucken. Ah, siehst du, ich wollte da oben ja noch gucken. Das ist das Einzige da oben, wo ich sage, das könnte ich selber sehen, weil da halt, ne, da ist halt noch nicht aufgedeckt. Da ist halt einfach wirklich ein Abschnitt noch gar nicht aufgedeckt. Ist natürlich riesiges Pech, wenn gerade da dann was ist, aber es ist halt das Einzige, wo noch was frei ist. Alles andere ist ja aufgedeckt. Also müssen wir das halt auch mal durchtesten. Das ist hier oben irgendwie, ne? Wow! Okay, man hätte es wegen den Dingern hier an der Wand, an der Decke. 100%. Fuck my life, Alter. 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Wir können nach Anubia. Wir können nach Anubia. Dafür gehen wir nach Ferenia und von Ferenia aus gehen wir nach Anubia. So machen wir es. So machen wir es. Komme ich da? Ja, komme ich rum. Okay. Wahnsinn. Wir haben's.
Wir haben 100... Also Hanubi haben wir noch nicht 100%, aber da kann ich mir nicht vorstellen, dass wir da was verpasst haben bisher. Da fehlt halt einfach auch noch ein Abschnitt. Also, ne? Boah, ist das ein Wahnsinn, ey. Abflug. Also die 100%, wenn man sie, ich sag mal, anfängt, nachdem man die Screw Attack bekommt, kann man schon ganz viel wegmachen. Die Powerbombs, damit kann man sich den Rest holen. Aber diese versteckten Abschnitte, also die finde ich frech. Da würde mich wirklich interessieren, ob ihr das selbst gefunden habt oder nicht. Also die finde ich frech. Das ist ja gleich wie hier. Hm, vielleicht ist hier was. Ich spreng einfach mal. Mein, klar ist da jetzt nichts mehr, weil wir haben 100%, ne? Ist mir bewusst. Ich bin nicht blöd. Aber es ist halt, also keine Ahnung. Das ist doch ein Witz. Das ist doch einfach ein Witz. Ah, leck mich doch am Arsch. Das ist doch einfach ein Witz, ist das doch. Nein, 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 nein. Ah. Ich wollte einfach runter. Achso, ist nicht schlimm. Ist gar nicht schlimm. Ist gar nicht schlimm. Da wollte ich rein. So, wir kommen jetzt am schnellsten da hoch. Ja, hier durch ist schon sinnvoll. Ist immer cool, so ein Emmy-Gebiet einfach durchzulaufen. Ja, moin. Ist immer cool, so ein Emmy-Gebiet einfach durchlaufen zu können. Ohne dass es einen stresst. Erinnert euch, wie wir hier geflohen sind? Wie wir hier geflohen sind in die. Ah, super. Bin einmal im Kreis, ja, moin. Wie wir hier geflohen sind in diesem riesigen Abschnitt. Meine Güte. Was haben wir hier, was haben wir hier gelitten? In dem Wasser vor allem. Wo ich noch gesagt habe, ja, der ist lila, der wird mir wahrscheinlich den Gravity Suit geben. Pustekuchen. Nix war's. Kein Gravity Suit von ihm bekommen. Aber was anderes Schönes. Insofern passt es schon. Aber ich fürchte fast, wir werden jetzt noch zwei Bosse bekommen, mindestens. Also zum einen ja Raven Beak, so, und zum anderen aber ist ja auch dieser Choso hier übernommen worden von einem X. Also die werden sich uns wahrscheinlich beide noch in den Weg stellen. Am besten gleichzeitig. Nee, natürlich. So, ab nach oben. Ab nach Hanubia. Die letzten Prozente holen und den Boss besiegen. Bruder, Bruder, Bruder. Puh. Ich will mal Hanuta sagen. So, erstmal auf random die Wand hier einfach anschießen und Bomben sprengen und gucken, ob hier nicht doch was ist. Ah, stabil. Glück gehabt, Spiel. So, also 66%. Aber ich glaube, ich werde jetzt wirklich mal... Oha, der schießt aber ziemlich gut. Oha, der trifft aber ziemlich gut. Oha, der trifft aber ziemlich gut. Aber ich glaube, ich werde jetzt wirklich mal dauerhaft diesen Ding hier einschalten. Einfach für den Fall. Jo, ist in Ordnung. Einfach für den Fall, dass man ja doch was verpassen könnte nochmal. Soll ich jetzt hier nochmal durchgehen? Nee, also das ist doch Quatsch, oder? Sollte hier noch was sein? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, was uns noch fehlt, kommt halt in dem nächsten Abschnitt.
Oh, wollte ich gar nicht. Interessant. Habe ich einmal eingesetzt. Okay. So, speichern wir und dann ab nach oben. Ich denke mal, das kommt noch in dem Abschnitt, was jetzt. Also, es sind ja auch nicht viele Items hier. Deswegen 66% bedeutet ja nicht, dass viel fehlt. Na, das ist das Ding. 66% bedeutet nicht, dass zwingend viel fehlt. Okay, hier komme ich nicht rein. Stabil. Also hier komme ich rein. Aha. Also wir begeben uns auch erstmal, ich meine, hier ist das Schiff, ne? Also wir begeben uns wahrscheinlich auch erstmal in andere Richtungen. Also ich denke schon, dass wir noch Möglichkeit haben werden, Items zu finden. Zumal hier ja scheinbar noch was ist. Okay. Ist dann da oben auch sowas? Nee. Wofür ist das denn dann? Ja, wir probieren es einfach mal. Ist ja nur Anlauf nehmen, kann ich ja von unten machen. Kostet ja nichts. Das ist jetzt ja kein Rätsel. Ja, okay. Ist einfach ein Alternativweg nach oben. Wenn man richtig Bock hat. Na gut. Ciao. War nett mit dir. Eigentlich. Ich glaube, ich habe jetzt echt Angst, so Zeug zu verpassen. Ah, da ist doch schon mal was. Wow. So, wir hatten von 66%, jetzt haben wir... Okay. Oh Gott. Es gab 3 Items in Hanubia. 1, 2, 3. 33% jeweils. Okay, stabil. Dann haben wir 100% des Spiels abgeschlossen. Bis auf den Boss. Den machen wir beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.